Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Was wäre, wenn Weihnachten nicht vor über 2000 Jahren, sondern heute stattgefunden hätte? Säugling in Stall gefunden, Polizei und Jugendamt ermitteln, Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Welches Jahr haben wir? 50 vor Christus. Wer ist Christus? Keine Ahnung. Ach Omi, die Trommel von dir war bisher mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Tatsächlich? Freut sich die Oma. Ja, Mami gibt mir seit Weihnachten jeden Tag 1 Euro, wenn ich aufhöre zu spielen. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine, dieses Jahr ist Weihnachten an einem Freitag, sagt die andere, hoffentlich nicht an einem 13. Die Großmutter zur Enkelin, so darfst du dieses Jahr an Weihnachten ein schönes Buch wünschen. Oh, wirklich? Dann wünsche ich mir dein Sparbuch. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Er ist Nordpole. Es ist kurz vor Weihnachten. Fritzchen geht zu seiner Mutter und sagt, Mama, du kannst die Eisenbahn vom Wunschzettel streichen, ich habe einen im Wandschrank gefunden. Ein Mann fragt seine Frau, Schatz, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Die Frau, die Scheidung. Er, na so viel wollte ich jetzt aber nicht ausgeben. Es ist jetzt schon das 7. Mal, dass meine Schwiegermutter zu Weihnachten zu uns kommt. Diesmal lassen wir sie aber auch rein. Drei Blondinen treffen sich nach Weihnachten. Mein Freund hat mir ein Buch geschenkt, sagt die eine. Dabei kann ich doch gar nicht lesen. Das ist doch gar nichts. Mein Freund hat mir einen Terminplaner gekauft. Dabei kann ich gar nicht schreiben. Bei mir ist es doch viel schlimmer, sagt die dritte. Mein Freund hat mir einen Deo-Roller gekauft. Dabei habe ich doch gar keinen Führerschein. Anne schwelgt in Erinnerung. Als Kind liebte ich es, an Winterabenden in der Stube vorm knisternden Feuer zu sitzen. Leider gefiel das meinem Vater nicht. Er hat es mir verboten. Warum das denn? Nun, wir hatten keinen Kamin. Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist nämlich bei diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen. Na, sie wird schon in irgendeinem Geschäft Unterschlupf gefunden haben. Ja, deswegen bin ich ja so besorgt. Eine Blondine zur anderen. Mein Mann will mir dieses Jahr zu Weihnachten ein Schwein schenken. Das sieht ihm ähnlich. Wieso? Haben Sie es schon gesehen? Ein hart arbeitender Politiker, ein ehrlicher Jurist und der Weihnachtsmann finden einen 50-Euro-Schein. Wer nimmt ihn heimlich an sich? Der Weihnachtsmann, die anderen beiden existieren nicht. Klein Flo zu seinem Vater. Was ist denn eigentlich eine Verlobung? Der Papa erklärt, eine Verlobung ist, wenn dir der Weihnachtsmann ein Fahrrad schenkt, du aber erst zu Ostern damit fahren darfst. Klein Flo, aber ein wenig klingeln darf man ja schon vorher, oder? Warum der Weihnachtsmann keine Kinder hat? Weil er immer durch den Kamin kommt. Warum der Weihnachtsmann so einen großen Sack hat? Weil er immer nur zu Weihnachten kommt. Leidest du an Schlafstörungen? Dann sieh's mal von der positiven Seite. Nur noch 3-mal schlafen bis Weihnachten. Was ist klein, braun und riecht nach Karamell? Ein Zuckerkranker, der vom Blitz getroffen wurde. Ich wollte dir dieses Jahr zu Weihnachten etwas Bezauberndes, Aufregendes und Wunderschönes schicken. Auf dem Postamt meinte man aber zu mir, ich soll aus dem Paket steigen, sonst würden sie den Sicherheitsdienst verständigen. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich meinen Kindern ein Paket Batterien geschenkt mit einem Zettel dran, Spielzeug nicht enthalten. Ich bin der Grund dafür, warum der Weihnachtsmann eine Liste mit braven und unartigen Kindern eingeführt hat. Was ist der Unterschied zwischen einem Schneemann und einer Schneefrau? Schneebälle. Es gibt 4 Phasen im Laufe eines Männerlebens. Du glaubst an den Weihnachtsmann, du glaubst nicht bei den Weihnachtsmann, du bist der Weihnachtsmann, du siehst aus wie der Weihnachtsmann, ob du es willst oder nicht. An fast alle frohe Weihnachten. Ja, Leute, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Daumen hoch und teilt dieses Video. Heute Abend kommt noch ein weiteres Video auf diesem Kanal, nämlich ein Live-Musikvideo. In diesem steckt ziemlich viel Arbeit und ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Der Link dazu befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Später dann. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Euer Master Jam.